Zehntes Kapitel. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, 11. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Johannes 19, 22. Am 8. Januar 1844 abends. Ihr aber könnt wie früher wieder einen Text wählen. Tut demnach solches frei. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben, habe ich geschrieben. Die Texte sind gut und richtig gewählt und bezeichnen die Sache schon in ihrer ersten Stellung, wie ihr zu sagen pfleget, auf ein Haar. Wer kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf? Wer der Er ist, wird hoffentlich bekannt sein. Sein Eigentum sind die Menschen, wie sie sein sollten in der von mir ausgeschaffenen Ordnung. Liebtätig nämlich gegen ihre Brüder und voll Ernst der Liebe gegen Gott, ihren Schöpfer. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen sind, die er von Anbeginn zumeist für sich erzogen hatte und hat zu ihnen allzeit gesandt, Lehrer und Propheten, und hat sie geführt und geleitet, wunderbar. Warum nahmen sie ihn denn nicht auf? Weil er sie die wahren Wege der tätigen Liebe zum ewigen Leben lehrte. Die Seinen aber waren Freunde der Trägheit, Freunde des Wohllebens und Freunde der Herrschaft und Herrlichkeit. Und diese vereinbart sich nicht mit der Lehre von der Demut und der tätigen Liebe. Sie sprachen: Wir haben Moses und die Propheten, welche wir lesen. Was brauchen wir da mehr? Was brauchen wir von dir, der du den Sabbat schändest und gering achtest Moses und die Propheten, indem du ihre Satzungen nicht hältst? Ist es nicht genug, so wie die Schrift lesen und studieren und darüber ellenlange Erklärungen schreiben? Was willst du von uns für eine andere, gotteswürdigere Tätigkeit? Ist Gott nicht ein Geist, dessen Wesen man sich unter keinem Bilde vorstellen soll? Wie sollte man diesen wohl würdiger ehren und preisen, als wenn man sein Wort, welches er durch Moses und die Propheten geredet hat, fortwährend von Anfang bis zu Ende liest und dasselbe sich selbst und anderen erklärt, damit Gott in seinem Wollen stets klarer und klarer begriffen werde? Was machst du aus dir selbst? Wir haben Abraham zum Vater und haben Moses und die Propheten. Bist du denn mehr denn diese? Was willst du uns lehren, dass uns diese nicht gelehrt hätten? Was ist wohl des Menschen Liebetat vor Gott? Sie ist nichts als ein eitler Gedanke. Der Mensch kann nicht. Was ist wohl des Menschen Liebetat vor Gott? Sie ist nichts als ein eitler Gedanke. Der Mensch kann nichts tun, denn in Gott allein wohnt alle Tatkraft. Was ist wohl des Menschen Liebetat vor Gott? Sie ist nichts als ein eitler Gedanke. Der Mensch kann nichts tun, denn in Gott allein wohnt alle Tatkraft. Also bist du ein falscher Lehrer und ein falscher Prophet und bist ein Volksaufwiegler. Wir haben die Schrift vom Alpha bis zum Omega in unserem Kopfe. Ist das nicht Tätigkeit genug? Oder sollten wir etwa die Schrift nicht studieren und dadurch gering achten die heilige Gabe, welche uns der Herr Gott Zebaoth durch Moses und die Propheten beschieden hat? Du bist einer, der dem göttlichen Willen widerstrebt und sich dennoch für einen Lehrer und Propheten Gottes ausgibt. Steht es aber nicht geschrieben, dass ein jeder falsche Prophet und Zauberer solle mit dem Feuertode bestraft werden? Dieser gemeine Zimmermannssohn, der kaum zu lesen versteht und ebenso wenig etwa imstande ist, seinen Namen zu schreiben, unterfängt sich uns alten Schriftgelehrten eine Lehre, welche dem Geiste Moses schnurgerade entgegenstrebt aufzubürgen. Seht,
Das sind eine Menge Entgegnungen, laut welcher derjenige, der in sein Eigentum gekommen war, von den Seinigen nicht aufgenommen wurde. Warum? Weil ihn die Seinigen, wie es auch geschrieben steht, nicht erkannt haben. Warum aber erkannten sie ihn nicht? Weil sie nur pure Leser und Auswendiglerner, aber nie Täter des Wortes Gottes waren. Auf dieselbe Weise komme ich auch jetzt fortwährend in mein Eigentum, aber die meinen wollen mich nicht aufnehmen und erkennen. Und erkennen, dass ich es bin. Warum? Warum wollen sie denn das nicht? Warum wollen sie denn das nicht? Weil ihnen auch im besten Falle sogar das Lesen und Hören, wie auch das Angaffen meiner Werke, lieber ist als eine kleine Tätigkeit nach meinem Worte. Daher aber wird auch der Geist in meinem Eigentum, welches das Herz ist, nicht lebendig und erkennt mich nicht, weil mich mein Eigentum nicht lebendig tätig aufnehmen will. Ich aber sage, alle diese Schriftgelehrten werden dereinst auch sagen, Herr, Herr, wir haben ja in deinem Namen aus deinem Worte heraus geweissagt, gepredigt und gelehrt. Ich aber werde zu ihnen sagen, weichet von mir, ich habe euch noch nie erkannt. Wer euch zu Lehrern und Weisen gedungen hat, zu dem geht auch hin, damit euch euer Lohn werde. Ich kam wohl zu euch und habe bei euch an die Türe meines Eigentums geklopft. Aber niemand von euch sprach, komm herein und belebe unseren Geist, auf dass wir tätig und kräftig werden möchten nach deinem Worte. Ihr begnügtet euch mit den Schätzen eures Kopfes.